Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Folge von Chefsache. Vielleicht haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wie entsteht denn ein Bestsellerbuch? Heute das Thema bei Chefsache. Er hat schon viele Bestseller-Autoren auf ihrem Weg begleitet. Oliver Gorus. Heute gehört er mit seinem Team zu den renommiertesten Agenturen für die Positionierung von Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. Sein Buch Erfolgreich als Sachbuchautor verkauft sich aktuell in der 4. Auflage. Doch hinter einem erfolgreichen Buch steckt weit mehr als eine gute Idee. Um Aufmerksamkeit und Resonanz zu erhalten, ist oft eine abgestimmte Kampagne über mehrere Kanäle notwendig. Ja, und es freut mich jetzt ganz besonders, dass er bei uns ist im Chefsache-Studio. Herzlich willkommen, Oliver Gorus von der Gorus Unternehmensgruppe. Schön, dass Sie hier sind. Hallo, freue mich sehr, Herr Benzmann, danke. Vielleicht erst mal vorab eine Einschätzung zu dem Sachbuchmarkt. Werden jetzt mehr Sachbücher geschrieben oder tendenziell weniger? Oder hat er sich verändert? Naja, ich beobachte den Sachbuchmarkt ja schon lange. Also schon alleine 20 Jahre sind wir in dem Markt selber tätig. Und ich kann da schon Tendenzen beobachten. Meiner Wahrnehmung nach wird das Geschäft schwieriger, vor allem auch für die Verlage schwieriger, weil es diffundiert so auseinander. Also die Bestseller sind nach wie vor erfolgreich, man kann nach wie vor ein großes Publikum erreichen, aber die Flops werden mehr. Und so diese Mitte, wo man früher gesagt hat, das ist eine sichere Bank, damit kann ich eine annehmbare Auflage machen. Das wird vielleicht kein Bestseller, aber das wird funktionieren. Die wird immer schmäler und es wird immer schwieriger. Manche glauben ja, die Idee allein reicht. Ich setze mich dann vor meinen Computer, hack drauf los und dann habe ich einen Bestseller. Aber Pustekuchen, so funktioniert es wahrscheinlich nicht, oder? Nee, so funktioniert es nicht. Zumindest nicht bei den Büchern, die dann tatsächlich dann auf dem Bestsellerregal landen, beziehungsweise die einen Erfolg für den Autor darstellen. Wie läuft es denn tatsächlich? In vielen Fällen und in mehr Fällen, als man für möglich hält, ist es so, dass nicht der Autor alleine einfach nur vor sich hinschreibt, sondern dass dahinter ein Team steckt. Warum muss das so sein? Naja, weil es nicht ausreicht, einfach nur ein Manuskript abzuliefern, sondern weil ein Buch immer ein Teil einer Kampagne ist. Also ich spreche jetzt von den Büchern, die wirklich eine Öffentlichkeit erreichen. Ich erreiche heute eine Öffentlichkeit nicht nur damit, dass es ein Buch gibt, dass es existiert und in der Buchhandlung steht, sondern dazu gehört auch eine ganze Menge Kommunikation. Ich sage immer, das Handwerkszeug des Autors ist eigentlich nicht das Schreiben, sondern die Kommunikation mit seinem Publikum über alle Kanäle. Warum sollte man denn überhaupt sich mit dem Gedanken tragen, ein Buch zu schreiben? Ich habe jetzt vorhin mal im Studio gefragt, wer von euch möchte ein Buch schreiben? Der eine oder andere hat sogar gestreckt. Gibt es da zum Teil vielleicht auch eine verklärte Sichtweise, was das Thema Buch angeht draußen? Naja, also ich finde es völlig legitim, wenn man so den Wunsch hat, so auf der Bucketlist, ne, steht. Ja, muss ich mal machen. Den Haken möchte ich noch machen, ich möchte ein Buch schreiben. Man muss ja auch einen Baum pflanzen und ein Haus bauen und so weiter. Nee. Ich verstehe das, das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt aber noch eben ganz viele andere Motivationen, ein Buch zu schreiben und darunter vielleicht auch eine echte geschäftliche Motivation. Also ich stelle mir vor, ich bin Inhaber und Chef, Geschäftsführer eines Unternehmens, dann bietet mir das Buch die Chance, also das eigene Buch, wo mein Name draufsteht, für mein Unternehmen als Galionsfigur in der Öffentlichkeit aufzutreten und eine Oberfläche anzubieten, zu der Menschen Vertrauen fassen können und mit denen sich Menschen identifizieren können. Viele Mittelständler haben ja genau das Problem, dass sie mit ihrem Unternehmen nicht so richtig wahrgenommen werden. Sie müssen sich in irgendwelche Preiskämpfe begeben, haben Probleme auch Personal zu rekrutieren. Könnte das ein Ansatz sein, sich mehr in die Öffentlichkeit zu stellen? Ich meine ja, und wir haben jede Menge gute Erfahrungen damit gemacht, genau mit dieser Problematik. Und zwar ist es halt einfach großartig, ein Buch zu haben, weil der Kunde, der Leser, sich über Stunden mit mir und meinen Gedanken beschäftigen wird. Das heißt, ich habe dort nicht nur die Möglichkeit, Kompetenz zu beweisen, sondern ich habe dort auch die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Ich habe die Möglichkeit, was persönlich von mir preiszugeben und zu erzählen, zu dem der Leser Vertrauen fassen kann dadurch. Und das Vertrauen ist der Schlüssel, um aus dieser Skepsis rauszukommen, aus diesen Preiskämpfen und aus diesem komischen Gefühl, ja, warum kapiert der Kunde denn eigentlich nicht, wie gut wir eigentlich sind? Im Idealfall setze ich mich tatsächlich über Stunden mit so einem Buch auseinander. Wenn ich daran denke, welche Bücher ich schon angefangen habe und dann wirklich auf die Seite gelegt habe, weil sie todlangweilig waren oder nicht wirklich informativ. Ich möchte gerne von Ihnen ein paar Tipps haben, was ein gutes und spannendes und informatives Buch ausmacht und vielleicht auch Sie, liebe Zuschauer. Gleich geht's weiter hier bei Chefsache.
Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer, bei Chefsache zu Gast ist Oliver Gorus. Er ist Chef der Gorus-Gruppe und er hilft Autoren, Sachbücher, Fachbücher und Ratgeber zu schreiben. Und das recht erfolgreich, denn Sie haben schon wie viele Bestseller gelandet? Bestseller, also Bestseller, die wirklich auf der Bestsellerliste stehen. Spiegel-Bestsellerliste. Knapp zwei Dutzend, würde ich sagen. Zwischen ein und zwei Dutzend. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Man landet nur dann, wenn auch wirklich die Menschen diese Bücher wollen, auf dieser Liste. Was macht denn aus Ihrer Sicht ein wirklich gutes Fachbuch aus? Ich habe den Eindruck, ich habe schon viele schlechte gelesen und auf die Seite gelegt, weil sie unfassbar langweilig waren. Also zunächst mal muss man sich im Genre auskennen. Also Fachbuch, Sachbuch, Ratgeber sind drei grundverschiedene Genres. Das ist sowas wie Spielfilm und so eine Sendung wie das hier und Tagesschau, ne? Also es ist völlig anders. In jedem dieser Genres kommt es auf die Dramaturgie an. Man muss den ganzen Bogen spannen. Man muss ja die Spannung über viele Stunden halten können mit dem Leser. Da habe ich erlebt schon, dass Autoren, die wirklich hervorragend formulieren können und die sprachlich topfit sind wie Journalisten oder wie Sie, Herr Benzmann, die aber dann an der langen Form, am Buch, dann doch scheitern, weil Formulierungskunst eben nicht alles ist, sondern eben, weil man auch die Gliederung beherrschen muss und den dramaturgischen Aufbau, weil man eine Leseransprache braucht, weil man Leserführung braucht und viele andere Dinge. Man hört ja auch immer wieder von sogenannten Ghostwritern, also die lassen sich dann irgendwelche Geschichten einfallen. Ist es denn so, dass oft das, was in diesen Büchern drinsteht, gar nicht wahr ist? Dass es sozusagen erfunden ist, nur damit man eine gute Geschichte hat? Also, wenn ein Ghostwriter das machen würde, dann wäre es ein schlechter Ghostwriter. Ne? Es ist so, dass bei uns ist das Prinzip, wir machen ja auch Manuskripte für Autoren. Und bei uns bleibt der Autor der Autor. Und es gibt keinen geheimen Co-Autor im Hintergrund. Sondern das Team, das sich darum kümmert, dass das Manuskript entsteht, sorgt dafür, dass die Inhalte vom Autor kommen. Wir sorgen nur für die Form. Für die Vermarktung. Wenn ich als Unternehmer mich jetzt oder auch als sonstige Persönlichkeit mit dem Gedanken trage, ein Buch zu schreiben, warum sollte ich es dann machen und wann sollte ich es denn vielleicht auch besser lassen? Ich würde sagen, machen, wenn man den Wunsch hat, so, dann sollte man es einfach machen. Wenn man aber einen Business Case hat, also wenn man einen geschäftlichen Zweck damit verfolgt, dieses Buch zu machen, dann sollte man sich gut überlegen, ob man der richtige Autor ist. Weil der Autor sollte die Galionsfigur des Unternehmens sein, sollte das Gesicht nach draußen sein. Des Weiteren, wenn man nur vorhat, ein Buch zu schreiben und damit auch das Budget zu Ende ist, sollte man es auch nicht machen, lieber nicht machen. Denn das Buch ist nur ein Teil einer Kampagne. Wie sieht die Kampagne aus? Also es wird ja auch immer gerne von crossmedialen Kampagnen gesprochen, um möglichst viel Öffentlichkeit zu erzeugen. Ist das auch bei Ihnen sozusagen der Hebel, den Sie ansetzen, um halt Sichtbarkeit zu erzeugen? Ja, es ist sogar so, dass wir das umdrehen und sagen, wir vermarkten gar nicht das Buch crossmedial, sondern das Buch ist eines der Medien, mit denen wir den Autor vermarkten. Heißt aber auch, mit der Öffentlichkeit muss ich dann auch zurechtkommen. Denn wenn ich erstmal die Geister habe, die ich da gerufen habe, dann muss ich mit der Öffentlichkeit umgehen können. Will heißen, nicht jeder findet unbedingt immer das toll, was ich geschrieben habe. Muss es ja auch gar nicht. Wenn die richtigen Leute es toll finden, nämlich die, die nachher dann auch Kunden sind oder die Kunden werden sollen von meinem Unternehmen, dann ist es ja wunderbar. Also der Punkt ist ja immer, man kann nicht für etwas bekannt sein. Oder andersrum gesagt, man ist nicht einfach bekannt, indem man ein Buch geschrieben hat, das ein Bestseller geworden ist, sondern man ist ja bekannt für etwas. Und wenn dieses Etwas etwas zu tun hat mit dem Unternehmen, das im Hintergrund steht, dann ist ja alles bestens. Was war denn bei Ihnen die Motivation, abschließend gefragt, vor 20 Jahren, als Sie sozusagen Ihren bisherigen Lektorjob auf die Seite gelegt haben und gesagt haben, ich muss diesen Menschen helfen, Bücher schreiben zu können? Ja, es war eine ganz witzige Situation, die ich als sehr frustrierend empfunden habe. Und zwar hatte ich damals mit einigen der Top-Autoren in Deutschland zu tun im Bereich Wirtschaft. Da hat sich wahnsinnig viel getan vor 20 Jahren. Da kam das Internet gerade und da waren sehr viele neue Konzepte da. Und ich hatte die am Telefon und habe mit denen Telefonate geführt und dachte ich, Wahnsinn, das wird ein Bestseller, fantastisch. Und dann aber zwei Wochen später, wenn dann das Buch, Konzept und der Probetext dann auf dem Tisch lag, da war die Enttäuschung groß und ich sagte, was soll ich denn damit anfangen? Das ist ja handwerklich total schwach. Damit kann ich kein Buch machen. Das ist ja total falsch aufgezäumt. Der Autor kann es nicht. Obwohl er was zu sagen hat,
kriegt er das nicht hin. Und da dachte ich, wie frustrierend ist das denn? Wenn es da so ein Unternehmen gäbe, wo ich den hinschicken könnte, sodass der beraten wird, sodass Vermarktung und Inhalte und mediale Kompetenz zusammenkommen, dann könnte ich mit dem Bücher machen. Aber sowas gab es nicht. Es gab eben nur Ghostwriter und so, die nur das Buch hübsch machen. Also habe ich mir gesagt, naja, wenn das gebraucht wird, dann mache ich das. Jemals die Entscheidung bereut? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie hier waren, Oliver Groß. Freut mich sehr. Dank. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder soweit hier bei Chefsache. Vielleicht haben wir Sie ein bisschen neugierig gemacht. Sie können natürlich auch das eine oder andere gerne nachlesen, wie beispielsweise hier in diesem Buch, einem der neuesten Werke sozusagen aus der Groß-Gruppe. Und es gibt auch in Kürze eine Veranstaltung, die in Konstanz stattfinden wird, im Groß-Atelier. Dazu haben wir Ihnen auch noch mal eine kleine Internetadresse eingeblendet, falls Sie auch dort weitere Informationen wünschen. Das war es wieder soweit hier bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie in einer Woche wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Spaß, vielleicht auch bei Ihrer Buchidee. Tschüss.